Wie er richtigerweise gesagt hat, gibt es Ausnahmen vom Cannabis-Verbotsregime auf internationaler und europäischer Ebene. Für wissenschaftliche. Das ist der Eigenkonsum. Ja. Darunter fällt hier dann der Eigenanbau und die Cannabis-Social Clubs. Okay, das ist schon mal gut. Da kann die CDU uns auf jeden Fall keinen Strich mehr durch die Rechnung machen. Worauf erstmal natürlich einer mit Hybrid. Oh, hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Fantastic Life, wo sich nämlich rund um die Legalisierung von Cannabis in Deutschland dreht. Also wann und wie die geplante Cannabis-Legalisierung seitens der Bundesregierung durchgezogen wird. Wozu es eben hier auf dem Kanal auch alle weiteren Infos geben wird. Genauso wie es auch weitere Infos geben wird, wenn das ganze Ding erstmal durchgezogen ist und wir uns die ganzen Social Clubs und auch Abgabestellen einmal gemeinsam anschauen. Also und auch natürlich den Eigenanbau, worauf ich mich ehrlich gesagt schon am meisten freue. Also wir den Weg der Legalisierung gegangen sind und wir uns natürlich auch zusammen den Weg danach ansehen. Ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist es um die Umsetzung der Cannabis-Legalisierung in den letzten Wochen leider sehr still geworden. Was vor allem daran liegt, dass die Cannabis-Legalisierungspläne, also der Gesetzentwurf, sich aktuell noch in der Ressortabstimmung befindet, wo nämlich fachkundiges Personal, also aus der Gesundheitsszene und auch der Rechtsszene, darüber beraten, wie der Gesetzentwurf nun im Endeffekt aussehen kann, bevor es dann endgültig weitergehen kann und bei den Politikern landet, die nämlich nochmal die ein oder anderen Punkte auch nochmal verändern können. Also zum Beispiel den Punkt des Eigenanbaus, wo nur 3 Pflanzen im Jahr erlaubt sein sollen, genauso wie auch den Punkt der Cannabis-Clubs, wo nämlich das Social rausgestrichen worden ist, also man aktuell nach dem aktuellen Gesetzentwurf gar nicht vor Ort dann rauchen dürfte, was einige Politiker eben auch geändert haben möchten und somit eben durch den parlamentarischen Verfahren gehen muss, also um eventuelle Änderungen noch hinzubekommen, weswegen es nun auch so wichtig ist, dass die Ressortabstimmung zeitig fertig wird und somit auch der Zeitplan eingehalten werden kann, damit die Politiker endlich über die wichtigen Themen noch beraten können. Wozu ich nun dann auch neue Infos seitens der SPD von Dirk Heidenblut gefunden habe, der nämlich nochmal zum Zeitplan und auch die Umsetzung der Legalisierung Stellung bezogen hat. Weswegen wir in seine Aussagen später nochmal genauer reinschauen. Genauso wie wir uns auch andere Thematiken genauer ansehen, wie zum Beispiel die Führerscheinthematik, also die den Führerscheinbesitzern, die das Video hier schauen, sicherlich am Herzen liegt, da das ganze Thema nämlich vom Verkehrsministerium Volker Wissing unter anderem verschleppt wird, und zwar die Nanogramm-Grenzwerte anzuheben, dass nicht bekiffte Führerscheinbesitzer nicht mehr den Führerschein entnommen bekommen, nur weil sie vielleicht noch ein paar THC-Grenzwerte im Blut oder aber auch im Hafer finden, was eben aktuell der Fall ist, aber auch mit der Legalisierung dann geändert werden soll, beziehungsweise schon vorher angegriffen werden kann, und zwar vom Verkehrsminister Volker Wissing, der nun auf eine Frage bei Abgeordnetenwatch reagiert hat, beziehungsweise darauf kurz geantwortet und somit schon mal klargemacht hat, dass es in der Richtung auf jeden Fall vorangeht, was auf jeden Fall schon mal ein Grund zur Freude sein sollte, da sich vorher, wie gesagt, eben nichts bewegt hat. Genauso wie auch ein anderes Thema, und zwar die Frage der Entkriminalisierung, also ob man für den Konsum von Cannabis oder den Besitz in der Zukunft noch bestraft werden kann, wozu es nämlich einige Richtervorlagen ans Bundesverfassungsgericht gab, die nämlich nun darüber entscheiden mussten, also wie das Ganze in der Zukunft gehandhabt wird, also ob man die Kiffer quasi begnadigt oder aber eben weiterhin bestraft, wozu sie eben bis Ende des Monats eigentlich Stellung beziehen sollten. Und wenn wir auch schon mal dabei sind, schauen wir uns dann auch nochmal an, wie es eigentlich mit der Frage aussieht, ob die Cannabis-Legalisierung überhaupt vor dem EU-Recht besteht, also vor allem ran die CSU in Form vom Gesundheitsminister Klaus Holleczek, der wo er noch kann gegen die Legalisierung schießt, aber auch von Carmen Wegge, also seitens der SPD, nun eine Antwort bekommen hat. Ja, das schauen wir uns im weiteren Verlauf des Videos nochmal genauer an. Ach ja, und falls ihr nicht wollt, dass bei euch jemand genauer reinschaut, also was ihr zum Beispiel dort im Internet macht, jetzt wo die Legalisierung noch nicht beschlossen ist, dann checkt doch gerne mal meinen Partner CyberGhostVPN ab, da der weltweit führende Anbieter in der Privats- und Sicherheitsbranche mit mehr als 38 Millionen Benutzer, dem am häufigsten empfohlenen VPN auf Trustpilot, eine sichere Verbindung fürs Internet schafft oder ihr vielleicht Formate nutzen könnt, die ihr aktuell mit eurer Verbindung aus Deutschland nicht nutzen könnt, wie zum Beispiel Netflix, Hulu oder aber auch andere Anbieter, also eure Lieblingsinhalte uneingeschränkt und egal von wo genießen könnt, da das VPN-Netzwerk eure IP-Adresse verschlüsselt und eure gesamten Daten durch einen sicheren VPN-Tunnel leitet, was mit über 8500 Servern in über 91 Ländern ja auch gar kein Problem darstellt, da nämlich auch die Software nicht nur benutzerfreundlich, sondern auch einfach zu bedienen ist. Also technische Vorkenntnisse werden jedenfalls nicht benötigt und genauso benötigt ihr kein weiteres Abo, falls ihr CyberGhost VPN auf weiteren Geräten benutzen wollt, da das CyberGhost VPN-Abo
für 7 Endgeräte gleichzeitig gilt. Und das alles mit einer App, die auf allen wichtigen Plattformen verfügbar ist. Aber das Beste kommt dann noch zum Schluss. Und zwar, wenn ihr den Link in der Beschreibung benutzt, dann bekommt ihr nochmal einen ganzen 83%igen Rabattcode auf das Ganze und zahlt somit nur 2,03 € pro Monat, was für einen VPN-Anbieter unschlagbar ist. Und dazu erhaltet ihr auch noch 4 Monate kostenlos dazu. Checkt dazu einfach nur die Details zum Sonderangebot in der Beschreibung ab und ihr könnt CyberGhost VPN dann schon heute probieren. Vielen Dank jedenfalls für eure Aufmerksamkeit. Doch nun ist dann auch mal genug mit dem Gerede. Vielen Dank, wie gesagt, für eure Aufmerksamkeit und ja, dafür, dass ihr das Ganze hier auf den Kanal erst möglich macht. Und wir kommen direkt mal zum ersten Thema, und zwar das Thema der Ressortabstimmung, das nämlich eventuell noch vor der Sommerpause, aber auch erst nach der Sommerpause kommen kann, beziehungsweise dann eventuell auch Auswirkungen auf den Gesamtzeitplan der Legalisierung haben, wozu uns Dirk Heidenblut aus der SPD noch ein paar mehr Informationen geben kann. Also direkt mal rein in seine Aussagen. Ich bekomme derzeit dauernd Anfragen, ob ich was Neues weiß zur Ressortabstimmung. Deshalb mache ich es jetzt einmal sozusagen für alle, weil es langsam aufwendig wird, es hier im Einzelnen zu beantworten. In der Ressortabstimmung sind wir als Abgeordnete nicht beteiligt. Insofern bekommen wir, wenn überhaupt, nur mal hier oder da was zu hören. So Hörensagen würde ich jetzt aber nicht groß weiter verbreiten. Eins kann ich aber sagen, wenn aus der Ressortabstimmung was rauskommt, wenn die Sache öffentlich wird, dann sind wir auch sofort am Ball, also sowohl Carmen wie ich, und wir werden das auch entsprechend wieder kommentieren und einordnen. Und ich hoffe sehr, dass die Ressortabstimmung auch deshalb so lange dauert, weil man vielleicht einige unserer Anregungen schon aufgreifen wird, müssen wir es im parlamentarischen Verfahren nicht machen. Was man leider auch sagen muss, ist, der Zeitplan wird so nicht zu halten sein. Der Minister hatte ja zugesagt, vor der Sommerpause ins Parlament. Das ist rein rechnerisch nicht mehr hinzubekommen. Ist aber für den Zeitplan im Parlament nicht ganz so entscheidend. Wenn es in der Sommerpause fertig wird und wir es direkt danach ins Parlament kriegen, wird das letztlich an unserem Zeitplan kaum etwas verändern, denn so richtig tagen wir dann ja eh erst nach der Sommerpause wieder. Also, ihr hört von mir, sobald ich was weiß. Na, das fängt ja schon wieder gut an. Also die Ressortabstimmung ist aktuell noch am Laufen und die Politiker wird der Gesetzesentwurf dann erst nach der Sommerpause erreichen, weswegen halt auch etwaige Änderungen wie zum Beispiel auch der Eigenanbau mit 3 Pflanzen oder aber auch die Cannabis-Club-Regelungen erst danach angegangen werden können. Worauf ich ehrlich gesagt auch hoffe, dass es angegangen wird, also zumindest der Social-Aspekt gegeben ist. Aber was ihr dazu sagt, das könnt ihr mich wie immer gern hier unten in den Kommentarformen wissen lassen. Doch nun kommen wir auch direkt mal zum nächsten Thema, und zwar das Thema der rechtlichen Durchführbarkeit der Legalisierung, wovon nämlich gerade die Unionsparteien, also namentlich die CDU und auch CSU, nicht überzeugt sind, also dass die Legalisierungspläne der Bundesregierung vor dem EU-Gericht standhalten und somit die ganzen Legalisierungsbemühungen umsonst wären, wovon allerdings aber nur seitens der Union zu lesen ist, also und natürlich auch den Sachverständigen, die von den Unionen eingesetzt werden. Doch es natürlich auch eine Gegenseite gibt, und zwar die Seite der Bundesregierung, die nämlich klar davon überzeugt ist, dass die Legalisierungspläne, so wie sie geplant worden sind, EU-rechtlich auch durchführbar sind. Deswegen wir natürlich auch in die Erklärungen der SPD in Form von Carmen Wegge reinschauen, die nämlich das ganze Vorhaben auch mit den Modellprojekten nochmal erklärt. Und das Vorhaben laut ihr und auch der SPD sowie auch den anderen Regierungsmitgliedern durchführbar ist. Weswegen wir auch direkt zu ihren Aussagen kommen. Also rein da! München will zeigen, wie es laufen kann mit einem legalisierter Cannabis-Freigabe. Und die Staatsregierung läuft Sturm dagegen. Was haben Sie dagegen, Herr Holecek? Na, wir laufen doch nicht Sturm dagegen, sondern wir sagen klipp und klar, dass diese Modellregionen rechtswidrig sind. Weil Modellregionen sind eigentlich nur möglich in ganz engen Grenzen für den medizinischen, wissenschaftlichen Gebrauch. Hier will man einen Umgehungstatbestand schaffen. Deswegen ist es aus meiner Sicht rechtswidrig. Und was rechtswidrig ist, werden wir nicht umsetzen. Und diese rechtlichen Argumente, die er gerade vorgetragen hat, als Populismus und bewusstes Missverstehen von rechtlichen Argumenten bezeichnet. Das ist eine klare Ansage. Machen Sie noch mal Ihren Punkt. Warum? Weil es schlichtweg falsch ist, zu sagen, dass Europa und Völkerrecht lässt das, was wir vorhaben, nicht zu. Wie er richtigerweise gesagt hat, gibt es Ausnahmen vom Cannabis-Verbotsregime auf internationaler und europäischer Ebene. Für wissenschaftliche. Das ist der Eigenkonsum. Ja. Darunter fällt hier dann der Eigenanbau und die Cannabis-Social-Clubs.
Und dazu gehören auch die wissenschaftlichen Zwecke. Und wenn wir sagen, und das ist ja jetzt heute auch schon häufiger aufgekommen, wir wissen gar nicht so genau, wie wirkt sich das auf den Schwarzmarkt aus, wie wirkt sich das auf die Bekämpfung von organisierter Kriminalität aus, wie wirkt sich das auf den Konsum von Jugendlichen aus. Man braucht eine wissenschaftliche Begleitung. München bietet sich da super an mit der LMU oder der TU. Übrigens auch Frankfurt möchte eine Modellregion werden. Sehr, sehr viele Städte in Deutschland machen sich da gerade schon auf den Weg. Und es ist eben nicht rechtlich eindeutig, dass das nicht funktioniert, sondern es ist tatsächlich so vorgesehen. So viel jedenfalls von Carmen Wegge, ob die Legalisierungspläne auch auf europäischer Ebene durchführbar sind, wo sie ganz klar auf das Modellprojekt hat, sowie auch die SPD generell auch seitens der SPD, genauso wie auch von Karl Lauterbach unterstützt wird, der das Ganze nämlich auch schon vor Monaten gesagt hat, also sich ganz auf das Modellprojekt fokussiert, womit man sich eben laut seinen Aussagen in den Richtlinien der Europäischen Kommission bewegt, also die Legalisierung somit durchgezogen werden kann. Aber wie das im Endeffekt aussehen wird, also ja, darüber werde ich euch dann in der Zukunft noch berichten und wir machen direkt mal weiter mit dem nächsten Thema, was nämlich genauso wichtig ist, und zwar die Entkriminalisierung von Konsumenten, was eigentlich schon ja, seit Längerem stattfinden könnte, da es schon mehrere Richtervorlagen dem Bundesverfassungsgericht eben vorliegen, also dass Konsumenten von Cannabis nicht mehr bestraft werden sollen und das Bundesverfassungsgericht auch, wie schon am Anfang erwähnt, nun im Juni Stellung beziehen sollte, also wie sie nun zu dem Thema stehen und wie sie sich entschieden haben, also somit, dass die Entkriminalisierung von Konsumenten eventuell schon im Sommer stattfindet, was momentan allerdings leider nicht ganz so gut aussieht, da die aktuelle Info nämlich so aussieht, Zitat vom Legal Tribune Online, die nämlich folgende Aussagen von dem Bundesverfassungsgericht erhalten haben. Zitat, 10 Aussetzungs- und Vorlagebeschlüsse von 3 Amtsgerichten zu Cannabis-Strafvorschriften liegen dem Zweiten Senat teilweise seit mehr als 3 Jahren vor, aber ein Entscheidungstermin zu den Richtervorlagen sei, in Anführungsstrichen, Zitat von dem Gerichtssprecher, noch nicht konkret absehbar. Alles klar, also sie hatten eigentlich bis Juni Zeit zu entscheiden und haben sich nun dazu entschieden, dass es konkret nicht absehbar ist, was für mich darauf hindeutet, dass das Bundesverfassungsgericht erstmal darauf abwartet, was nun die Bundesregierung weitermacht, also wie es mit den Gesetzgebungsverfahren weitergeht und was im Endeffekt aktuell geplant ist. Aber ja, auf jeden Fall für die Konsumenten hiermit keinen Fortschritt bedeutet, wo meiner Meinung nach auf jeden Fall Kritik angebracht ist, da das Ganze wie gesagt auch vorher hätte passieren können, sich aber nun an die Pläne der Bundesregierung orientiert wird, was ich an dieser Stelle auf jeden Fall schade finde, aber eure Meinung wie immer hier unten in die Kommentare. Womit wir dann nun auch beim letzten Thema des Videos sind, und zwar das Thema der Führerscheinthematik, was genau wie die Entkriminalisierung schon lange auf sich warten lässt und auch schon hätte früher angegangen werden können, also die Nanogramm-Grenzwerte erhöht und somit auch die fahrtüchtigen Konsumenten fahren lassen hätten können und nicht ihnen den Führerschein abnehmen, wie es eben aktuell noch der Fall ist, wozu es allerdings jetzt neue Informationen seitens Volker Wissing, unserem Verkehrsminister, gibt, der das ganze Thema eben in der Vergangenheit auch nicht vorangeführt hat, aber sich nun auf Abgeordnetenwatch auf eine Frage der Bevölkerung geäußert hat, und zwar wann nun endlich ja, mit der Umsetzung der Nanogramm-Grenzerhöhung angefangen wird, wo ich euch direkt mal die Frage und auch die Antwort zitieren werde. Also direkt mal rein da. Zitat von Julian H. Sie schreiben, das Verkehrsrecht wird nicht auf Unwegen den dann legalen Konsum konterkarieren. Ist damit gemeint, dass Sie die Grenzwerte auch im Rahmen von Säule 1 Entkriminalisierung ändern? Worauf Volker Wissing folgendes antwortet. Zitat von Volker Wissing, unseres Bundesverkehrsministers. Sehr geehrter Herr H., vielen Dank für Ihre weitere Nachfrage. Letztendlich geben Sie sich doch die Antwort schon selbst, oder? Mit besten Grüßen, Dr. Volker Wissing. Womit uns Volker Wissing zumindest nun wissen lässt, wo ungefähr der Zeitplan liegt und dass sich die Führerscheinthematik genauso an Säule 1 orientiert, wie wahrscheinlich auch die Entkriminalisierung, also das Ganze wahrscheinlich Anfang 2024 stattfindet, also wenn dann alles nach Plan laufen sollte, also die Ressortabstimmung erstmal die Politiker erreicht und dann die Politiker im parlamentarischen Verfahren dann noch das ein oder andere Gesetz ändern und das auch den Zeitplan nicht beeinflusst, wozu ich euch dann in den nächsten Wochen und auch Monaten noch weitere Infos geben werde. Also falls euch das Thema interessiert, dann lasst mir doch auch gerne ein Abo da. Mich würde es jedenfalls sehr freuen. Ansonsten aber wünsche ich euch nun einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns dann schon in den nächsten Videos mit Neuigkeiten wieder. Bis dann und noch eine schöne Woche.